Aber es wird ja aufgezeichnet für YouTube und da werden wir dann wahrscheinlich die Millionen Klicks nachträglich noch Genau. reinholen. Ja, das Thema Uli Hoeneß und ein Buch über Uli Hoeneß zu schreiben. Uli Hoeneß selbst hatte mal gesagt, er wird nie ein Buch schreiben. Also da kann man im Vorschuss in die Taschen stecken, was man will, wird nicht passieren. Aber ich habe ihn erwischt. Den Uli Hoeneß, und zwar schon relativ früh, habe ich als Kind bekommen, zu Weihnachten 1974, ein Buch über die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Autoren Uli Hoeneß, Paul Breitner, Udo Lattek. Natürlich hat er da jetzt nicht allzu viel selber geschrieben, aber ab und zu ist ein Kapitel von ihm drin. Aber das Schöne ist, es war versprochen, dass jedes dieser Buchexemplare tatsächlich handsigniert wird von Herrn Breitner und von Herrn Hoeneß. Sieht man hier. Und das war ungewöhnlich viel Arbeit. Also mein Buch hat die Nummer 122.508. Und insgesamt waren es 200.000 Stück, die verkauft wurden. Das heißt, die Herren mussten wirklich 200.000 Mal mit schöner blauer Tinte da ihren Sermon reinschreiben. Also tatsächlich, es gibt ein Uli Hoeneß Buch. Ansonsten gibt es kein Buch von Uli Hoeneß. Es gibt Bücher über Uli Hoeneß. Also man muss diese Unterscheidung ganz klar treffen. Da hat sich der Uli Hoeneß deutlich festgelegt. Er wird nie was Autobiografisches schreiben. Er will nicht über möglicherweise Sachen preisgeben, die dann andere als indiskret bewerten würden. Also die Welt muss sich dann praktisch bescheiden mit Büchern über Uli Hoeneß. Es gibt einige. Ich bin an einem beteiligt, zusammen mit Patrick Strasser, der lange Redakteur bei der Abendzeitung war und jetzt so immer noch bei der AZ schreibt, aber vor allem als freier Journalist, auch in anderen Medien unterwegs ist, sehr erfolgreich mit Büchern. Ja, und der hat diese Hoeneß-Welle mal so ein bisschen losgetreten. Ja, es gab ja so eine Zeit vor gut 10 Jahren, da hat sich bei Uli Hoeneß was verändert. Er wollte nicht mehr Manager sein, nicht mehr so vorne an der Front stehen, wollte nicht mehr neben dem Trainer auf der Bank sitzen, er wollte schön nach oben gehen, in der Allianz Arena, in die FC Bayern VIP-Loge und er wollte ein bisschen Distanz einnehmen, er wollte präsidialer wirken, er hat sich öfter mal eine Krawatte umgebunden. Das war also plötzlich ein anderer Uli Hoeneß und das war so ein Anlass, mal dieses Leben Revue passieren zu lassen und das hat der Patrick Strasser gemacht. Und hat also im Riva Verlag in München dieses Buch geschrieben. Hier ist Hoeneß aufgezeichnet von Patrick Strasser. Natürlich muss man sagen, war eine ganz kleine Mogelpackung, weil es so klingt, ja, als würde der Hoeneß selbst sprechen und der Patrick hätte das mitgeschrieben. Dem war natürlich nicht so. Also in den beiden Auflagen oder Neuausgaben des Buches, die dann folgten, war der Verlag dann schon ein bisschen ehrlicher. Da hieß es dann 2014 Hoeneß, die Biografie. Und so heißt jetzt auch Hoeneß, die Biografie, rausgekommen im November zum Abschied vom Präsidentenamt von der Jahreshauptversammlung. Es ist ungewöhnlich, dass man ein biografisches Buch eigentlich so oft erneuern muss. Und eigentlich war ja so ein Zeitpunkt gegeben, als Uli Hoeneß dann sich aus dem Manageramt zurückgezogen hat, wo man sagen kann, ja, es ist so ein Leben weitgehend abgeschlossen. Ja, da wird jetzt nicht mehr viel kommen, er wird halt Präsident sein. Das wird vielleicht nicht recht viel anders sein als seine Managertätigkeit. Und irgendwann wird er halt mal aufhören und sich mehr seiner Familie widmen. Und das war's dann. Ja, und dann plötzlich im Jahr 2013, am Samstagvormittag, kommt plötzlich diese Vormeldung, dass es bei Uli Hoeneß was mit Steuer gibt. Ja, ich habe mich da gewundert, weil ich hatte mit ihm mal ein Interview. Das war im Jahr 2005, im Januar 2005. Die Situation war die, ich wollte von ihm was wissen. Die Bayern spielen jetzt ihre letzte halbe Saison im Olympiastadion.
bevor sie in die Allianz Arena umziehen. Herr Hoeneß, was verbinden Sie so damit mit dem Olympiastadion? Was hat das für die Bayern bedeutet? War lange eine Goldgrube, dann war es keine mehr und wir haben dann ein schönes Interview zu dem Thema gemacht und dann war das Band ausgeschaltet. Ja, wir haben uns so noch ein bisschen unterhalten. Da ging es dann um Geld. Da sagte ich, ja, Herr Hoeneß, haben Sie da manchmal so ein bisschen Angst, ja, so mit Spielern, da hört man, die machen so Aktiengeschäfte. Ja, wir haben einen neuen Markt gehabt vor ein paar Jahren, der dann plötzlich zusammengebrochen ist. Und versuchen Sie da irgendwie einzuwirken, diese Spieler so solide zu halten. Und er sagte mir dann, ja, also er möchte da gerne mit der Allianz mal so ein Modell auf, so was auflegen, dass man die Spieler schult, dass man sie berät, ja, dass sie keinen Blödsinn machen, nicht irgendwelche Hightech-Aktien kaufen, sondern solide Werte, dass sie so ein schönes DAX-Portfolio haben. Und ging es immer weiter um Geld und er sagte, wissen Sie auch, ich habe in meinem Leben nie ein Steuersparmodell gehabt. Ich war immer der Meinung, wenn ich mehr verdienen muss, dann muss ich einfach mehr arbeiten, mehr leisten. Okay, das war nicht Bestandteil des Interviews, das habe ich für mich so gespeichert und dachte mir, ja, erzählte er dir jetzt nicht einfach so, ja, der wird das dann schon so meinen. Und das war für mich einfach so abgespeichert, ja. Uli Hoeneß ist so sehr konsequent in diesen Gelddingen und er ist sehr leistungsorientiert. Kein Wunder, im Umfeld eines Vereins, der immer deutscher Meister werden will, der ein Stadion baut und so weiter. Und für mich war eigentlich klar, dass das bei Uli Hoeneß sicher absolute Steuerehrlichkeit gegeben sein wird. Tja, und dann kam diese Meldung, gibt's eine Steuersache bei Uli Hoeneß. Und mein erster Reflex war eigentlich zu denken, naja, schau, hat er vielleicht doch irgendeine Schiffsbeteiligung, die jetzt ein bisschen fragwürdig ist, oder hat er irgendwas in einen Immobilienfonds reingesteckt und man weiß es nicht so genau. Ja, und dann ist halt diese Geschichte immer größer geworden. Ich habe dann am Tag, nachdem diese Meldung rauskam, das war dann so ein Sonntag, habe ich dann ihm einen Fax geschrieben. Das ist so der Weg der Kommunikation mit Uli Hoeneß. Also er hat seine Handynummer nicht rausgerückt und man musste dann eben, wenn man was von ihm wollte, einen Fax schreiben und ihm dann schicken an den Tegernsee. Und da hat er sich dann eigentlich auch relativ schnell gemeldet und hat dann diese ersten Vormeldungen, die es zu seinem Fall gab, hat er kommentiert, ja, dass das eine Unverschämtheit wäre und da wird es um gar nicht große Summen gehen und da werden sich einige umschauen und die wird er verklagen. Ich habe da schon so ein gewisse, ja, so Angriff ist die beste Verteidigung, da so rausgehört. Und ja, dann ein Jahr später, als dann der Prozess war, März 2014, dann ist diese Sache natürlich explodiert. Und wenn wir uns an den Prozess erinnern, ja, also die Zahl ist, der Prozess begann am Montag, 10. März und am Donnerstag, 13. März 2014, haben wir das Urteil. Es ist ja jeden Tag mehr dazugekommen, ja, also von zunächst 2, noch was Millionen ging es dann in den zweistelligen Bereich rein, waren am Schluss dann bei 28 Millionen und es ist dann so viel rausgekommen. Und es war eigentlich schon in dieser Zeit zwischen dem Beginn des Falls Hoeneß und dem Prozess war eigentlich dann klar, das könnte ein Anlass zu sein, nochmal über das Buch drüber zu gehen. Und der Patrick Strasser hat mich gebeten, das zu übernehmen, weil er selber in andere Projekte involviert war und damals die Abendzeitung auch, glaube ich, eine Insolvenz anmeldete 2014. Und er hatte also wirklich andere Probleme, als ein Buch nochmal völlig zu überarbeiten und dann auch neu zu schreiben. Weil es war natürlich auch viel dazugekommen. Also wir hatten noch die Ära Klinsmann im ersten Buch mit drin. Und danach hatten wir Van Gaal, was für Hoeneß auch eine besondere Herausforderung war. Wir hatten Heinkes, wir hatten die Geschichte des Vereins, der immer größer wird, der die Möglichkeiten der Allianz Arena voll ausschöpft, der die großen Summen zahlen, die großen Stars holen kann. Auch schon Pep Guardiola, diese neue Ära, die war da im Anzug. Und natürlich auch seine persönliche Geschichte, die Hoeneß dann in ein völlig neues Licht gestellt hat. Und da war dann eben meine Aufgabe,
dieses Buch neu zu gestalten. Und so ist da eigentlich schon ein wesentlich anderes Buch dann daraus geworden, weil man eben so vieles neu bewerten musste. Ja, und ich habe dann auch beim Lesen des ersten Buches viele Sachen entdeckt, die plötzlich in einem ganz anderen Licht erschienen. Ja, da schildert zum Beispiel der Katsche Schwarzenbeck mal, wenn die Bayern zum Auswärtsspiel geflogen sind und da waren sie am Flughafen und dann hat der Uli Hoeneß sich noch schnell verdrückt und war dann in der Telefonzelle und haben die anderen gesagt, ja, wahrscheinlich kauft oder verkauft jetzt wieder Aktien. Und das so mit den Aktien, das war immer so ein bisschen Folklore bei Uli Hoeneß. Ja, da hat man gesagt, ja, der hat halt viel Geld und der wird das wahrscheinlich ganz geschickt anstellen. Er war ja auch mal Manager des Jahres. Wirtschaftspresse hat ihn gefeiert für seine umsichtige Art und ja, man hat sich nichts dabei gedacht. So, der hat halt ein Portfolio wie seit dem Jahr 2000, als so die Börse für alle so zum Leben erwachte, wo jeder so ein kleines Portfolio hatte und dann sich halt, was hat man damals gekauft? Kinowelt und EMTV und solche Sachen. Da war er wahrscheinlich auch mit drin. Ja, und plötzlich weiß man, der hatte zu Aktien doch ein ganz, ganz anderes Verhältnis. Und es ist dann plötzlich auch so ein anderer Charakterzug klar geworden. Also ich habe mich bei Uli Hoeneß oft gefragt, warum ist er eigentlich so launisch? Ja, der konnte unglaublich freundlich, korrekt und zugewandt sein. Also er hat sich für den Gesprächspartner in der Regel interessiert. Ja, und man hat immer so auch privat darüber noch gesprochen. Und er hat dann manchmal, hat er dann, wenn er so Laune bekommen hat, hat er wunderbare Sachen erzählt. Also da hatte ich mal ein Interview mit ihm, das war zu Beginn der Zeit Van Gaal, erstes Champions League der Bayern, Auswärtsspiel in Tel Aviv, in Israel. Da hat man uns zum Interview verabredet und da hat er gut geschlafen. Das war ihm sehr wichtig. Und da hat er einfach, wir haben erst das Interview zu dem vereinbarten Thema gemacht. Das war damals 20 Jahre deutsche Einheit und 2010, ja, und dann begann er plötzlich mir so Geschichten aus der Bayern-Kabine zu erzählen, dass Lucio und Martin De Michelis, Brasilianer und Argentinier, dass die überhaupt nicht miteinander konnten und dass die beim Spiel mal so aneinander geraten sind, dass der Streit sich in die Kabine fortgesetzt hat, dass dann der Lucio dem De Michelis hinterher ist und der De Michelis hat sich vor lauter Angst in der Toilette eingesperrt und Lucio hat geschrien, dass er ihn umbringt und so weiter. Also lauter so Geschichten hat er erzählt und oft war das so, am nächsten Tag, da ist man wieder begegnet und da hat er so irgendwie so wechseln gewirkt, ja, als wäre er gar nicht anwesend und so glasige Augen gehabt. Und ich habe oft nach einer Erklärung gesucht, warum das so ist, ob das eine Form von Stress ist oder ob er aber krank ist oder irgendwas leidet. Und ich glaube, dass das einfach halt, diese Berg- und Talfahrt auch an den Börsen war, die sich da ausgedrückt hat, weil was man erfahren hat mit seinem Pager, auf den er dann immer geschaut hat, dass da natürlich ein unglaublicher Druck war, dass er öfter am Tag gekauft und verkauft hat. Also es war schon so ein richtiges Intraday-Trading, wie man sagt, das doch sehr starke Züge einer Sucht hatte. Also einer richtigen Spielsucht, ja, die sich bei anderen halt ausdrückt, dass sie Schafkopf spielen, was er ja auch mit Hingabe tut, aber ich glaube mehr aus Geselligkeit. Und da war es eben einfach diese Sucht, die sich da gezeigt hat. Und um jetzt auf diese Geschichte mit dem Katsche Schwarzenbeck zurückzukommen, man muss dann so eine Szene im Rückblick dann neu bewerten. Ja, dann ist es eben nicht mehr Folklore, dass er schon in den 70er Jahren irgendwas mit Aktien macht, sondern es ist der Beginn einer Geschichte, die später für ihn dann eben ja, fatale Züge annimmt. Ja, damit war eigentlich klar, es gibt dieses Buch. Es war dann ziemlicher Stress, das zu schreiben, weil eben natürlich vieles von dem Prozess abhing, der auf 4 Tage geballt war. Also im Nachhinein auch Wahnsinn, ein Prozess dieser Dimension. Man weiß ja oft bei anderen Prozessen, die sich ewig hinziehen, über Monate, wo es dann immer wieder Anträge gibt, Befangenheit und Vertagung. Und dann kommt neues Beweismaterial. Und es ist ja beim Fall Hoeneß, am ersten Tag schon, ist dann eine unglaubliche Datenmenge von seinen Verteidigern übergeben worden.
Und trotzdem gab es am vierten Tag das Urteil und es gab wirklich nur noch den Freitag, den 14. März. Das war der einzige Reservetag in diesem Prozess. Und es galt dann natürlich auch über diesen Prozess ein sehr großes Kapitel zu verfassen. Ich war dann am Tag, als dann das Urteil gesprochen ist, war ich bei N24 in Berlin und saß da im Studio und sollte das dann so mit beurteilen. Und als dann die Gerichtssprecherin Andrea Tietz so rauskam am Nachmittag und sich vor die im Münchner Justizpalast versammelte Presse gestellt hat und dieses Urteil bekannt gegeben hat, also es war schon, das hat einen schon umgehauen, ja, weil man sich irgendwie, man hat geahnt, dass es aber einem gewissen Zeitpunkt im Laufe des Prozesses, dass auf eine Gefängnisstrafe wohl hinauslaufen würde, aber dass sie dann halt Realität wird, das ist dann schon irgendwie, ja, auch für jemand, der den Menschen lang begleitet hat, ist es dann schon, das betrifft einen dann selbst auch ein bisschen. Also man fühlt dann, wenn man jemanden kennt, kann man schon mitfühlen, auch wenn man auf der anderen Seite dann denkt, gut, dass dieses Urteil so getroffen worden ist, weil man kann ihn ja eigentlich nicht davon kommen lassen. Also ich war da in so einem Zwiespalt. Es hätte dann leicht wieder geheißen, ja schau, ich habe auch Leute in der Redaktion gehabt, unser 60er-Reporter, der hat immer gesagt, ich bin mir sicher, da kommt überhaupt nichts raus, die lassen den laufen, ja, die finden irgendwas und es wird alles von oben, wird es gerichtet, ja, in der bayerischen Justiz, da passiert schon nichts. Der FC Bayern ist so mächtig und den schützt der Stoiber und den schützt der Politiker und der. Und deswegen fand ich es eigentlich schon gut, dass hier dann also wirklich ein klares Urteil gesprochen worden ist. Wobei dann auch klar war, dass natürlich die Umsetzung aufgrund der guten Sozialprognose so sein wird, dass es dann maximal zur Halbstrafe kommt und relativ früh zu einem Freigang. Also wir hatten dann den Ehrgeiz, mit dem Buch im Grunde in der Woche nach dem Prozess rauszukommen. Der Riva Verlag in München, das ist ein Verlag, der relativ schnell arbeiten kann. Und da waren wir also dann zügig auf dem Markt. Gab auch noch ein paar andere Buchprojekte zu Hoeneß, die das dann auch von verschiedener Seite beleuchtet haben. Also er war damals ein riesiges gesellschaftliches Thema. Und ich denke mir heute auch, er hatte ein bisschen Pech, dass in der Zeit nichts anderes los war. Ja, also das Thema ist vielleicht ein bisschen größer geworden, als es hätte sein können. Ja, wenn wir uns mal denken, es wäre jetzt dieser Prozess gewesen zu Beginn der Corona-Pandemie. Ich glaube, es wär ein sehr viel kleineres Thema gewesen. Damals war wirklich nichts anderes. Und Hoeneß war das Thema. Ja, das war Seite 1, FAZ und Süddeutsche Zeitung. Das war die Aufmachermeldung in der Tagesschau. Also an Hoeneß gab es kein Vorbeikommen. Ja, und dann fand ich, war eigentlich diese Biografie abgeschlossen. Wir waren mit dem Buch auf dem Markt. Uli Hoeneß ist dann kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft nach Landsberg in die JVA gegangen. Und man hat dann ja einige Zeit nichts von ihm gehört und dann sehr wenig. Und als er dann zurück war, es war so die offene Frage, wird er nochmal Präsident, ja, oder überlegt er sich in der Zeit in Landsberg, naja, andere Prioritäten im Leben brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Ich habe auch eher erwartet, dass er sich zurückziehen wird, dass er vielleicht nur noch eine beratende Position einnimmt. Andere wiederum waren sich ganz sicher, dass er also dieses Comeback als Präsident anstrebt. Und ich habe Unrecht behalten. Und er war dann also wieder da. Und irgendwann einmal nach ein paar Jahren, so das war so 2018 rum, ja, so, da hat der Riva Verlag mal so angefragt, ja, könnte man eigentlich zu Hoeneß wieder was machen? Dann habe ich so gesagt, naja, ich weiß nicht, ist für mich eigentlich kein Thema. Er war im Gefängnis, dann war er wieder da
Und er ist wieder aufgenommen worden. Und irgendwie dieses Thema, wie war es denn so im Knast? Er hat sich dann ein paar Mal dazu geäußert. Und man hatte dann so ein Bild davon. Und dann war es eigentlich auch gut. Man hat jetzt nicht den Drang, da noch mehr darüber wissen zu wollen. Und ja, die Präsidentschaft, man hat immer so aus manchen Kreisen hat man so ein Murren vernommen. Ja. Es war schon so eine Unzufriedenheit, es war eine etwas andere Erwartung an Uli Hoeneß, dass er den Verein in seinem Streben nach Globalisierung vielleicht ein bisschen mehr am Boden hält. Das hat er vielleicht versucht, ist ihm aber nicht so gelungen. Also ich habe jedenfalls so im ersten Halbjahr 2018 habe ich zum Riva Verlag gesagt, also im Moment sehe ich jetzt keinen Bedarf für eine Neuauflage bei Hoeneß, weil so viel ist jetzt an Fakten nicht dazugekommen. Und dann hat diese Sache eben plötzlich eine Dynamik bekommen mit dieser berühmten Jahreshauptversammlung 2018 mit dem Mitglied Johannes Bachmeier, der da eine Attacke gefahren hat gegen Uli Hoeneß. Und Uli Hoeneß hat eben so ganz anders reagiert, als er früher darauf reagiert hätte. Ja. Also er hätte früher dann versucht, mit dem Kritiker ins Gespräch zu kommen. Dieses Mal hat er ihn abgekanzelt. Man hat an seiner ganzen Körpersprache gesehen, dass er gar nicht versteht, dass jetzt gegen ihn sich plötzlich so eine Front im Verein aufbaut. Also er hätte es akzeptiert, wenn es irgendwie von außen gekommen wäre, weil das war ja immer so. Ja, also es gab Kritik von außen kennt der FC Bayern und kennt gerade Uli Hoeneß. Und dass sie eben aus dem Inneren kam, ja, dass der Applaus sehr laut war, dass die Buhrufe für ihn unüberhörbar waren, weil er sich eben nicht dazu geäußert hat. Und da ist natürlich vieles bei ihm in Gang gesetzt worden. Und dann kamen eben auch so ein paar Sachen, ja, dass er sich so unglücklich geäußert hat, so sehr, sehr aggressiv in der Öffentlichkeit, eigentlich so eine Aggressivität, die er ein paar Jahre zuvor nicht hatte. Da wirkte er viel präsidialer und er hat sich wieder viel mehr ins Tagesgeschäft eingeschaltet, obwohl das als Präsident des eingetragenen Vereins FC Bayern ja gar nicht seine Angelegenheit gewesen wäre. Man hatte wieder diese Rivalität mit Karl-Heinz Rummenigge, wer gibt dem Verein die Richtung vor? Und da habe ich mir gedacht, naja, gut, also man könnte schon wieder mal was machen zu Uli Hoeneß. Und dann hat man eigentlich seitens des Verlags nur noch auf das Signal gewartet, dass er sagt, ich höre dann auf als Präsident, ich ziehe mich zurück. Und das war dann der Anlass, auf November 2019 dann nochmal die Biografie zu timen. Also wir hatten dann 2014, hatten wir also dann diese Ausgabe. Da sieht man auch dieses, meint das Verlag gestaltet sowas natürlich sehr plakativ. Ja, also er steht da vor einer Mauer, ein bisschen gefängnismäßig. Wirkt ein bisschen finster, ja. Und jetzt 2019 hat man dann wieder eine etwas andere Optik genommen, ja, mehr so, liegt nach oben, liegt voraus, was kommt so, also nicht mehr so finster, so neutral, damit dieses Buch vielleicht auch wieder ein anderes Zielpublikum hat, weil ich glaube, dass das Publikum, die Zielgruppe hat sich auch verändert. Also wenn ich denke beim ersten, würde ich mal sagen, ja, eher so Hoeneß affine Leute, ja, so Fans, die ihn so mögen, die einfach sein Leben interessant finden, die Schilderung seiner Persönlichkeit lesen möchten. Beim zweiten Mal war es natürlich jetzt kein Liebhaberbuch, ja, sondern war es eben einfach der Kriminalfall. Dadurch hat sich auch die Leserschaft verändert. Und auch beim letzten Buch, ja, versucht man eigentlich beide Gruppen mitzunehmen, ja, die sagen, Uli Hoeneß hat ganz Großartiges geleistet, ein Riesenlebenswerk, das er hinterlässt. Das soll berücksichtigt werden in dem Buch. Aber
Man kann ihn auch kritisch sehen durch das, was dann in den letzten Jahren war. Und man kann darüber diskutieren, war das jetzt eine geglückte Präsidentschaft, die er dann so am Ende seines Wirkens dann auch wirklich hinterlässt. Ja, und mal diese Tonart dieser Bücher zu zeigen, gehe ich mal auf ein paar kurze Ausschnitte. Ja, also ich lese mal kurz eine Passage vor, wie damals der Kollege Patrick Strasser dieses Buch angefangen hat. Und da merkt man, dass eben damals vor 10 Jahren man in Uli Hoeneß mehr so als ja, so eine ein bisschen skurrile Type in seinem Auftreten geschildert hat. Also Patrick Strasser schreibt, ich bitte also nicht, dass man sich mich dazu vorstellt, sondern den etwas jüngeren Kollegen. Mit einem Bein in der Unterhose, noch gar nicht richtig abgetrocknet. Ich stolpere aus meinem Bad ins Wohnzimmer. Schon unter der Dusche habe ich das Telefon klingeln gehört. Na klar, genau jetzt. Sonst ruft doch immer nur einer an, wenn ich mir gerade die Zähne putze. Ich bin spät dran. Es läutet wieder. Mann, was ist denn? Ich hab doch frei. Ach, das wird mein Kumpel sein. Wir sind verabredet. Er meinte, dass er anrufen würde, wenn er losfährt. Ich muss hin, muss ihm sagen, dass ich Zeit lassen kann. Nicht, dass er sauer ist. Halb nass, halb angezogen, hechte ich zum Telefon. Ich nehme ab. Ja, ich bin doch schon da. Hallo, Herr Strasser, singt eine weibliche Stimme ins Telefon. Schön, dass ich Sie doch erreichen kann. Zwischen die freundlichen Worte passt keine Antwort. Ich erkenne die Stimme, erkenne die Dame aber nicht. Potthoff, einen Moment bitte, ich stelle durch, auf Wiederhören. Karin Potthoff, seine Sekretärin, das Vorzimmer Hoeneß. Na wunderbar. Was habe ich bloß gestern für die heutige Ausgabe geschrieben? Wo ist die Ausgabe? Tausend wirre Gedanken und einmal säuseln. Danke, Frau Potthoff. Ja, Strasser, hier ist Hoeneß. Aha, ich versuche überrascht zu sein. Guten Tag. Herr Strasser, ich rufe bei Ihnen an, um mich zu beschweren. Angenehmer Tonfall. So, um was geht's denn, wenn er wüsste, dass ich im Grunde fast nackt bin? Das, was Sie da geschrieben haben, ist nicht in Ordnung. Ruhig. Was meinen Sie denn konkret? Zeit gewinnen, Gedanken ordnen, nebenbei abtrocknen. Das wissen Sie ganz genau. Das ist eine Sauerei. Unangenehmer Tonfall, laut. So oder so ähnlich begannen einige Beschwerdetelefonate in den letzten Jahren, seit ich von 1998 an für die Abendzeitung über den FC Bayern berichte. Was Uli Hoeneß dabei jeweils in Rage gebracht hat, ist beliebig austauschbar. Meist meldete sich der ehemalige Stürmer als Verteidiger seines Heiligtums, der Spieler. Uli Hoeneß ist ein Mann der direkten Kommunikation, der direkten Konfrontation. Da braucht er zunächst keine Anwaltskanzlei, die ein Fax zur Unterlassung aufsetzt und in die Redaktion schickt. Wenn Hoeneß wird das nicht passt, was er in den Zeitungen oder Magazinen liest, lässt er sich durchstellen ins Büro oder aufs Handy, welche Nummer Frau Potthoff eben gerade parat hat. Das Gespräch verläuft wie ein Unwetter. Es zieht langsam auf, wird stärker und stärker, dann kracht's. Die Luft ist hinterher allerdings rein und klar. Eine sehr nett geschilderte Passage vom Kollegen Patrick Strasser habe ich auch erlebt. Ich war mal beim Bügeln. Ich habe mal die ärztlichen Künste von Dr. Müller-Wohlfahrt in der Behandlung von Arjen Robben angezweifelt, der von der WM 2010 mit Holland angeschlagen zurückkam, mit schweren Muskelgeschichte und dann sehr, sehr lange ausgefallen ist, was zu einem fulminanten Streit zwischen FC Bayern und holländischem Verband führte. Ja, und es war aber immer klar am Ende dieser Gespräche, man kann sich dann auch wieder beim nächsten Treffen in die Augen sehen. So ist dieses erste Buch dann auch geschrieben. Uli Hoeneß war unglaublich erfolgreich. Dass jemand erfolgreich ist, ist aber eigentlich noch langweilig für ein Buch. Ja. Eine Biografie ist immer dann interessant, wenn sie nicht so gerad verläuft, wenn es Brüche gibt. Ein Bruch war natürlich dieser Steuerprozess, aber einen Bruch gab es ja eigentlich auch schon am relativen Beginn seiner Managerkarriere. Also meine Tatsache, dass Uli Hoeneß als eines der Supertalente des Fußballs mit 27 so irreversibel kaputtes Knie hatte, ja, dass er nicht mehr spielen konnte und dann Manager wurde. Das ist ja schon eine Geschichte. Aber dass er dann am 18. Februar
1982 fast zu Tode gekommen wäre. Ja, das ist ja auch eine absolut unfassbare Geschichte, ja, weil wer überlebt schon den Flugzeugabsturz als Einziger? Ja, ich zitiere auch nochmal aus einem Kapitel, das damals Patrick Strasser geschrieben hat, das wir auch in die Neuauflagen dann übernommen haben. Uli Hoeneß hat geschlafen, einmal so richtig gepennt. Er hat seinen eigenen Flugzeugabsturz verpennt. Das hat ihm das Leben gerettet. Donnerstag, der 18. Februar 1982. Die Süddeutsche Zeitung bringt auf Seite 34 links unten eine Meldung der Nachrichtenagentur dpa. Hannover. Beim Absturz einer zweimotorigen Propellermaschine ist am Mittwochabend Uli Hoeneß, 30, schwer verletzt worden. Der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler und heutige Manager des FC Bayern München war mit einem Geschäftspartner auf dem Weg zum Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Portugal. Die drei anderen Insassen des Flugzeuges konnten nach Angaben der Polizei nur noch tot geborgen werden. Das vom Pilot Junginger gesteuerte Flugzeug war um 18.19 Uhr in München gestartet. Sie wollten den Paul sehen, ihn beim Spiel zuschauen und danach noch etwas zusammensitzen, essen und plaudern. Sie, das waren Uli Hoeneß und sein enger Freund Helmut Simmler, 35, der Direktor des Münchner Kobres Verlags. Geflogen wurden die beiden vom Pilot Wolfgang Junginger, einem ehemaligen Star der deutschen Skinationalmannschaft, und seinem Co-Piloten Thomas Kupfer, einem 25-jährigen Studenten aus München. Zwei Plätze in der sechssitzigen Piper Seneca waren also noch frei. Einer davon war für Willi Hoffmann, den damaligen Präsidenten des FC Bayern, vorgesehen. Er wurde in der Abendzeitung vom 19. Februar 1982 so zitiert. Eigentlich wollte ich auch mitfliegen, aber als ich hörte, dass es eine Propellermaschine ist, habe ich abgesagt. Auch Uli war sich nicht sicher, ob er mitfliegen würde. Er führte am Nachmittag noch Vertragsverhandlungen mit einigen Spielern, wollte sich erst am Abend entscheiden. Womöglich gerade, weil Hoeneß so viel gearbeitet hatte in dem Mittwoch, setzte er sich im Gegensatz zu Simmler ganz nach hinten in die Maschine. Das rettete ihm das Leben. Es ist 1945 an jenem 17. Februar 1982, als Wolfgang Junginger dem Tower des avisierten Flughafens in Hannover-Langenhagen erstmal Schwierigkeiten meldet. Das kann doch nicht wahr sein, schon wieder schießt es ihm durch den Kopf. Im März 1979 erst hatte Junginger wegen eines Triebwerksausfalls mit einer Cessna 414 im Ebersberger Forst notlanden müssen. Mehrere Passagiere waren dabei schwer verletzt worden. Einige Tage später stellte sich dann heraus, dass Junginger die Maschine zu knapp betankt hatte. Es kam zu einem Prozess und das Ebersberger Amtsgericht sprach dem Ex-Skistar, der bei der Weltmeisterschaft 1974 in St. Moritz seine Bronzemedaille gewonnen hatte, erst Mitte Januar des Jahres 1982 frei. Junginger, der ein Jahr zuvor in waghalsigen Schießszenen James Bond gedoubelt hatte, musste sich aufwendig medizinisch-psychologischen Tests unterziehen. Junginger und Hoeneß kannten sich gut, waren befreundet, sie spielten regelmäßig gemeinsam Tennis. Daher hatte sich der Bayern-Manager dem Piloten, der seit einem halben Jahr verheiratet war, schon oft anvertraut. An jedem Abend nun zittern die Hände Jungingers. Er hat die Maschine nicht mehr im Griff, verliert rasch an Höhe. Die Sicht ist schlecht in der kalten Februarnacht über Osterwald, einem Stadtteil der Stadt Garbsen. Es ist unangenehm diesig. Der Flughafenlotse reagiert schnell und rät dem Piloten, trotz des begonnenen Landeanfluges wieder an Höhe zu gewinnen. Dann Richtung Norden abzudrehen und kontinuierlich zu steigen. Danach reißt der Kontakt ab. Hektisch setzt Junginger Notrufe ab, zu spät. Er hat die Maschine rund 15 Kilometer von der Landepiste entfernt, nicht mehr unter Kontrolle. Die Piper Seneca schlägt im Sturzflug. Die Wipfel einiger Eichen abkracht auf eine Wiese, rutscht 100 Meter weit und breit. Erst an einem Weidezaun bleibt sie hängen. Vorfreude auf den gemeinsamen Abend hatte wenig zuvor noch das kleine Flugzeug erfüllt. Nun war da nichts als ein kaltes Wrack. Ja, und dann wird geschildert, wie ein Mann namens Karl-Heinz Deppe, der dort in der Nähe wohnt, so ein bisschen Spiel anschaut und dann geht er noch, Jäger ist er vom Beruf, geht dann so raus, begibt sich auf eine Kontrollfahrt, reine Routine. Eine Viertelstunde vergeht, nichts Besonderes. Wie das Länderspiel scheint auch die Kontrollfahrt keine Überraschungen bereitzuhalten. Doch plötzlich sieht er im Kegel der Scheinwerfer etwas durch das Unterholz kriechen. Ein Wildschwein, glaubt er, oder vielleicht ein tollwütiger Fuchs. Dann werden die Konturen klarer, es ist ein Mensch. Deppe steigt aus und erkennt, dass es wohl ein Mann sein muss. Er kam ihr auf Händen und Knien entgegen. Die Kleider sind zerfetzt. Der Mann ist blutüberströmt und steht unter Schock. Er hatte überall Blut, ein furchtbares Bild. Er redete völlig unzusammenhängende Worte. Ich konnte nur verstehen, wie er stöhnte, ich friere. Und dann habe ich ihn erkannt. Uli Hoeneß liegt vor ihm, halb tot. Wenige Meter weiter sieht Deppe nun einen abgerissenen
komplett verbogenen Propeller im Matsch liegen. Auf die Frage, ob noch jemand im Flugzeug stecke, sagt Hoeneß nein. Deppe muss nun schnell handeln, nicht lange überlegen. Mein Gott, der Hoeneß hier mit ihm. Er zerrt Hoeneß in seinen Jeep, um ihn schnellstens ins Krankenhaus zu bringen. Rasch wischt er sich Blut und Schlamm von den Händen, startet den Motor, drückt Kupplung und Gas. Motor, Wagen und Deppe heulen auf. Die Räder drehen durch, er kommt nicht aus dem Morast, ist stecken geblieben. Er muss Hoeneß allein lassen und rennt ins nächste Dorf, um von einer Telefonzelle aus die 110 anzurufen. Danach wartet er auf den Rettungswagen, der den Schwerverletzten ins Krankenhaus bringt. Hoeneß wird künstlich beatmet und bei der Ankunft im Krankenhaus sofort auf die Intensivstation gebracht. Also wird ja mittlerweile in den Erzählungen über Uli Hoeneß völlig vergessen, diese dramatische Lebensgeschichte. Er wäre dann tatsächlich, er hatte später nochmal eine andere Situation. In der Schweiz, glaube ich, steht eigentlich nicht bei uns im Buch drin. Das habe ich auch woanders dann erfahren. Im Interview hat er es gesagt, dass er fast ein zweites Mal noch abgestürzt wäre. Und ich kann mich auch noch gut erinnern an ein Champions League-Spiel mit den Bayern. Also es war bei den Bayern immer so eine gewisse Gelassenheit, weil Uli Hoeneß mit dabei war mit dem Fliegen. So hatte also niemand Angst, obwohl es auch mal immer so ein paar furchtbare Flüge gab zu den Champions League. Spielen, teilweise mit sehr komplizierten Wetterlagen, aber man musste halt fliegen. Und es sagt immer alle, naja, der ist schon mal abgestürzt. Also der stürzt kein zweites Mal ab, ist in Sicherheit. Und einmal zum Flug nach Moskau, da hat er seinen Pass dann zu Hause liegen lassen und musste nochmal zurückfahren und konnte nicht mit dem Bayern-Charter hinfliegen, sondern musste dann später am Tag eine Linie nehmen. Und da war dann schon so ein leichtes Unbehagen in der Mannschaft. Also, weil ja dann die statistische Sicherheit, nicht abstürzen zu können, wenn er dabei ist, die war ja dann nicht mehr gegeben. Ja, das war also dieser erste Bruch in der Karriere und wurde damals an den Anfang des ersten Buches gestellt, weil es eben das einschneidende Ereignis in seinem Leben war. Ja, und dann kam eben dieses andere sehr einschneidende Erlebnis, dass die Öffentlichkeit ein ganz anderes Bild von ihm bekommt. Ich habe mit ihm nochmal telefoniert, kurz bevor er dann seine Haft angetreten hat. Und er sagte, dass für ihn sehr schlimm war, als er, nachdem er das Urteil erhalten hatte, wegfuhr mit dem Auto. Also er saß hinten drin, er hatte dann schon einen Fahrer, seine Frau war auch mit ihm da. Und die Familie Hoeneß hat eine Stadtwohnung in München, Schwabing in der Augustenstraße, wo es ja auch die Zeit während des Prozesses dann war, diese paar Tage. Und es fuhr dann auf dem Motorrad ein Fotograf neben dem Auto her. Und wenn eine Ampel rot war und das Auto musste anhalten, dann kam auch der Fotograf aus seinem Motorrad neben dem Auto zu stehen. Der hat dann einfach eiskalt das Objektiv seiner Kamera halt direkt an die Scheibe hingehalten und dann so einfach abgefeuert, also so richtig abgeschossen, so Paparazzi-mäßig. Und das empfand Uli Hoeneß als extrem unangenehm. Und so wie ich ihn verstanden habe, ist auch durch solche Erlebnisse, durch so kleine Momente in ihm so eine Gewissheit entstanden, dass er ein Urteil annehmen muss, dass er nicht in eine Revision gehen sollte, weil diese Geschichte dann, weil er zwar dann in Freiheit bleibt, diese Geschichte, seine Familie und sein Umfeld aber mindestens noch ein Jahr in diesen Ausnahmezustand versetzen wird. Und es gibt natürlich auch eine andere Sichtweise zu dem Prozess, dass er gut weggekommen ist, angesichts der hinterzogenen Summe, ja, dass da diese 3,5 Jahre, die ja dann eh keine 3,5 Jahre sind, ein gutes Urteil sind, weil das konnte man dem Urteil auch entnehmen. Tatsächlich wären es über 9 Jahre gewesen, weil das Gericht einfach halt Jahr für Jahr nimmt, schaut, welche Summe ist da nicht gezahlt worden und hinterzogen worden. Und aufgrund dieser Summe, die Summe wird in eine Strafe umgerechnet. Also es steht in dem Urteil, das so 50 Seiten lang ist, steht es explizit drin.
Und wir hab's in der neuesten Auflage vom Buch habe ich es auch drin. Das wären so 9,5 Jahre dann gewesen, die es also in der Addition gewesen wären. Also jedenfalls, wir hatten dann 2014 und ja, und es kam dann halt immer mehr über Uli Hoeneß raus und ich habe dann im Buch habe ich am Schluss dann auch so mal so persönliche Eindrücke über ihn verarbeitet. Als Nachwort geschrieben damals. Knapp 2 Wochen vor seinem 60. Geburtstag am 5. Januar 2012 veranstaltete Uli Hoeneß einen Interviewtag. Es hatte einfach zu viele Anfragen gegeben, als dass er sie alle einzeln hätte aufarbeiten können. Also wurden Pools gebildet, immer 3, 4 Journalisten zusammen bunt gemischt. Boulevard- und Abonnementzeitung, Fachblatt und Internetportal. Uli Hoeneß absolvierte Runde um Runde, ohne Eile, er sprengte jeden Zeitplan. Überall war er ausführlich, witzig, milde, hellwach. Er interessierte sich für seine Gegenüber und bei den Themen gab es kein Tabu. Es ging querbeet. Seine Gesundheit. Bundespräsident Wulff, die Extremisten von der Tea Party in Amerika. Er erzählte von den Leberkäsfütterungen seines Hundes und von der 25 Jahre alten Jogginghose, die er daheim trägt. Auf eine Autorisierung der Interviewabschriften, wie sie heutzutage im Profisport üblich sind, verzichtete er. Hoeneß setzte voraus, dass man fair miteinander umgehen würde und wenn er es dann nicht so empfunden hätte, wäre mit einem Anruf zu rechnen gewesen. Uli Hoeneß hatte eine sensationell gute Laune bei diesem Interviewmarathon und ich, Reporter des Münchner Merkur, der Zeitung, mit der Hoeneß seit seinem Umzug an den Tegernsee die Morgenlektüre begann, er rief sogar mal in der Lokalredaktion an, um Vorschläge zu unterbreiten, wie man das Tegernseer Tal noch schöner machen könnte. Ich dachte mir, so also ist das, wenn ein Mensch mit sich im Reinen ist. Hoeneß war es. Der Mann, über den man einst gesagt hatte, er würde auch seine Großmutter verkaufen, war ein anerkannter Wohltäter. Die Gegner hatten längst aufgehört, ihn zu hassen und begonnen, ihm Respekt zu bekunden. Die großen Konflikte lagen hinter ihm. Ewiges Wachstum war kein Ziel mehr, das er für erstrebenswert hielt. Wenn es noch eine unerfüllte Sehnsucht gab, dann die, ein weiteres Mal diesen Henkelpott zu gewinnen, in der Champions League Nummer 1 zu sein, idealerweise 2012 im eigenen Stadion. Doch er vermittelt den Eindruck, dass die Welt auch nicht untergeht, wenn es denn nicht so kommen sollte. Das Leben von Uli Hoeneß, 59, bald 60, war einfach perfekt. Darum hat sich, was sich seit dem 20. April 2013 abspielte, auch Menschen wie mir, die Uli Hoeneß seit Jahren begleiten, ihm Woche für Woche über den Weg laufen, wehgetan, weil er so leichtfertig so vieles von dem, was ihn ausmacht, aufs Spiel gesetzt hat. Dieses ganze "Ich hab's geschafft" Zufriedenheit, die er zum 60. ausgestrahlt hatte, war verloren. So wie sie einmal war, wird sie nicht wiederkommen. Ob einem das einfach widerfährt oder ob man daran Schuld trägt, es muss sich erst einmal grausam anfühlen. Anfang Mai 2013, 2 Tage nachdem der FC Bayern sein Champions League Halbfinale in Barcelona gewonnen hatte, bin ich an den Tegernsee gefahren. Man muss sich schon von Ortskundigen erklären lassen, wie Hoeneß Haus zu finden ist. Man fährt ein wenig hinauf in den Berg, fast schon in Serpentinen. Dort steht es dann als einziges Wohnhaus auf weiter Flur. Das Anwesen daneben ist ein in der Gegend bekanntes Lokal, das Freihaus Brenner. Urig, groß, mit einer Terrasse, über die man schnell ein Dach ziehen kann, wenn es regnet. Viele Hochzeiten finden hier statt. Hoeneß kam oft rüber zum Essen oder sei es auch mal nur auf einen Kaffee oder Wein an der Bar. Ich habe mich 1,5 Stunden auf die Terrasse gesetzt und dem Rauch zugeschaut, der dem Kamin von Hoeneß Haus entstieg. Und ich habe gehofft, dass er jetzt nicht zufällig hinauskommt und mich da sitzen sieht. Er hätte sich verfolgt fühlen müssen. An diesen Tagen, an denen es ständig neue Nachrichten gab, habe ich versucht, mich in Uli Hoeneß hineinzuversetzen. Wie mag das wohl sein, an nichts anderes mehr denken zu können, als an das eigene Schicksal? Jede Sekunde lastet auf einem. Vielleicht dachte er sogar so weit: Wie groß ist deine Gefängniszelle? Ist die Tür 23 Stunden am Tag zu? Verdichtet sich die Sinnfrage des Lebens plötzlich darauf, eingesperrt oder frei zu sein? Man will einen Menschen wie ihn eigentlich nicht im Gefängnis sehen. Wenn man auch über die Karikaturen lachen muss, die zeigen, wie ihm seine künftigen Zellengenossen vorgestellt werden. 4 schrötige, zähnefletschende Typen mit Borussia Dortmund-Tattoo auf den Unterarmen.
Doch man kann sich vorstellen, so schlimm wird es nicht werden. Und Hoeneß, der Mann, der so vieles durchlebt hat, wird auch mit dieser Situation zurechtkommen. Man will auch nicht, dass einer einfach so davonkommt, nur weil er prominent und beliebt ist. Die Leute sollen nicht glauben, in Bayern würde alles unter der Hand geregelt, unter Amigos. Der Prozess hat Klarheit geschaffen, es gab keinen Bonus. Man wünscht Uli Hoeneß halt, dass er eines Tages wieder einen inneren Frieden verspüren möge, wie damals kurz vor seinem 60. Geburtstag. Die Öffentlichkeit wird ihn nicht mehr so sehen wie vor der Steueraffäre. Diese öffentliche Seite des Bruches in seinem Leben wird Uli Hoeneß auch auszuhalten haben. Doch Brüche gehören zu einer Biografie. Wenn man vor der von Uli Hoeneß steht, kann man nur sagen, wie die weiteren Kapitel, die Zeit im Gefängnis und danach auch immer sein mögen. Was für ein Leben. Ja, so endete damals 2014 das Buch und seine Geschichte ging dann ja eben auch noch weiter und eine Geschichte, die bei mir haften geblieben ist, die zeigt, wie unglaublich bedeutsam man diesen ganzen Fall genommen hat. Die habe ich dann jetzt im neuen Band von 2019 geschildert, im Kapitel Die Monate ohne Freiheit. Da trage ich auch ein kleines Stück draus vor. Da gab es nämlich einen Termin in der JVA Landsberg, der eine absolute Ungeheuerlichkeit war. Also wenn ich mal so irgendwie die 10 skurrilsten Erlebnisse meines Berufslebens irgendwann mal zusammenfassen sollte, ich glaube, da wäre das ganz, ganz vorne mit dabei, was ich da erlebt habe. Das war also zu einem Zeitpunkt, das Urteil war gesprochen es war noch nicht ganz klar, wo Hoeneß hinkommt, aber und er war jetzt ja auch noch nicht eingerückt. Die Redaktionen von Zeitungen, Fernsehsendern und Rundfunkanstalten wunderten sich über das Fax, das wenige Tage nach dem Urteil gegen Uli Hoeneß bei ihnen einging. Das Bayerische Justizministerium und die Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech luden zu einer Informationsveranstaltung ein. Thema: Justizvollzug in Bayern. Der Kontext war offensichtlich. Es lag nahe, dass Hoeneß seine Strafe in Landsberg verbüßen würde. Kein Schwerverbrecherknast wie die JVA Straubing. Zwar sitzen auch in Landsberg Sexualstraftäter und einige lebenslängliche ein, vor allem jedoch Ersttäter, häufig aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität. Knastleit mit 2 Freigängerhäusern und einer Außenstelle nahe dem Touristenmagneten Kloster Andex. Der Konzertmanager Marcel Afram war in Landsberg inhaftiert, ebenso der Klatschkolumnist Michael Gräter, sowie der ehemalige Vorstand der Bayern LB Gerhard Grybkowski und jemand, mit dem Hoeneß zu tun gehabt hatte, Karl-Heinz Wildmoser Junior, Sohn des vormaligen 1860 München-Präsidenten. Er hatte sich am Bau der Allianz Arena bereichert. Fragen, die sich auf individuelle Gefangene beziehen, können nicht beantwortet werden, hieß es unter anderem in der Einladung an die Redaktionen. Und weder Monika Groß, die Chefin der JVA Landsberg, noch ihr Stellvertreter Harald Eichinger und Ministerialdirektor Professor Dr. Frank Arloth vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz nannten wörtlich den Namen Hoeneß. Nicht bei den Rundgängen, nicht bei der anschließenden Pressekonferenz in der Turnhalle, wo Semmeln mit Wurst aus der anstaltseigenen Metzgerei gereicht wurden. Es war ein skurriler Termin. 157 Medienvertreter waren nach Landsberg gekommen. Sie wurden in 2 Besichtigungsgruppen aufgeteilt und tourten übers Gelände. Draußen ein längst sich selbst überlassenes Schwimmbecken, in dem das Wasser braun geworden war, aber ein halbwegs gepflegter Fußballplatz, eine Laufbahn drumherum. Außenfußball haben wir von Frühjahr bis Herbst, erzählte der für das Sportprogramm zuständige Vollzugsdienstleister Franz Röck. Es gäbe mehrere Mannschaften, man könne sich für sie bewerben. Eventuell müsse man, wenn die Teams gerade komplett sind, auf die Warteliste. Auch ein Weltmeister? Ja, auch der. Wir bevorzugen niemanden, erklärte Monika Groß. Drinnen dann konnte man Zellen besichtigen. 8 Quadratmeter groß. Mit Pritsche, Regal, Schrank, Tischstuhl, Waschbecken und Toilette. Eine, die für Aufnahmen zur Verfügung stand, war die eines bekennenden BVB-Fans. In einer Vitrine auf dem Flur waren Sportartikel ausgestellt. Trainingsanzüge, Fußballschuhe, das Spitzenmodell des Kaiser 5 Teams von Adidas für 80 Euro. Ein Glaskasten mit dem Angebot der Gefängnisbücherei. Die Kantine mit dem Essensplan für die Woche und dem Hinweis: Es ist nicht gestattet, mehrfach an der Kostausgabe teilzunehmen.
drei Ausrufezeichen. Nichtbeachtung wird disziplinarisch geahndet, drei Ausrufezeichen. Ein RTL-Reporter mit Seidenschal kriegte sich gar nicht mehr ein vor lauter Freude über das, was im Justizministerium und JVA-Leitung an Motiven servierten. Er stand im Zellengang wie in einem Fernsehstudio und sprach erregt seine Aufsage ein, die am Abend gesendet werden würden. Für ein Publikum, das natürlich nicht am Strafvollzug in Bayern, sondern am Strafvollzug von Uli Hoeneß in den kommenden Monaten interessiert war. Dass er um 5.50 Uhr geweckt werden wird. Dass um 6.10 Uhr Aufschluss der Zellen ist und um 19 Uhr Generalabschluss. Es wurden weitere Regularien erläutert, dass Arbeitspflicht herrscht. Die JVA hat 17 eigene Betriebe, sogar eine Kfz-Meisterwerkstatt. Und dass ein Gefangener am Tag 11,94 Euro erwirtschaften und monatlich 102,06 Euro in Einkäufe investieren kann. In Lebensmittel etwa Ananas 1,99, Eisbergsalat 0,99 oder in die Miete eines Fernsehers. Würde ein Strafgefangener die Möglichkeit haben, die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien im Sommer in Landsberg zu verfolgen? Und wie ist es mit Besuch? Kann man ihn bekommen? Zweimal im Monat für 2 Stunden möglich, bis zu 3 Personen dürfen empfangen werden, Körperkontakt erlaubt. Aber es werden Stichproben erhoben, so der stellvertretende Anstaltsleiter Harald Eichinger, ob den Insassen etwas zugesteckt wurde. Schließlich wurde auch noch die Gefängniskapelle gezeigt. Der Gefangenenchor freut sich über neue Mitglieder, hieß es, und die Arbeitskleidung vorgestellt, die hier jeder tragen muss. Nicht schwarz-weiß gestreift, wie aus Comics oder Gefängnissketchen zu erwarten gewesen wäre, sondern dunkel- und hellblaue Arbeitshosen und Hemden. Auch das noch der Bayernrote in 60er-Blau. Über 3 Stunden hatte sich die Justizvollzugsanstalt Landsberg für die Medien des Landes an diesem Montag, dem 31. März, geöffnet. Von den 565 Insassen war nichts zu sehen. Sie hatte man offensichtlich in einem Trakt zusammengefasst. Es war absehbar, dass dieses Hintergittern Reality-TV nicht ohne Nachspiel bleiben würde. Ja, und die Geschichte kennt man auch. Der FC Bayern war dann empört. Uli Hoeneß hat auch versucht, dann woanders hinzukommen, weil nicht zu Unrecht er natürlich meinte, dass es schon so ein Eingriff in die Privatsphäre ist, weil man halt wirklich dieses Gefängnis völlig offengelegt hat. Es hat sich dann bei uns in der Redaktion ein ehemaliger CSU-Landtagsabgeordneter gemeldet, der sagte, dass er früher sehr viel zu tun hatte mit Justizvollzug in Bayern. Und er fragte, hat Ihnen die Frau Groß denn auch von der Außenstelle in Rothenfeld erzählt? Also das ist also eines dieser Freigängerhäuser. Und da ist Uli Hoeneß ja auch relativ schnell hingekommen. Ja, und wir hatten glücklicherweise kurz zuvor in einem ganz anderen Kontext eine Geschichte darüber in der Zeitung. Und wenn man die las, dann war es ja schon klar, er wird da nach einiger Zeit dann doch in eine eher etwas idyllische Umgebung reinkommen. Und nach allem, was man weiß, was Uli Hoeneß dann selbst erzählt hat, war natürlich dieser Vollzug am Anfang schwer. Er hat da versucht, zurechtzukommen, ist ihm sicher auch gut geglückt, aber es war eben auch so, dass er letztlich niemandem vertrauen konnte. Und es gab ja dann danach auch noch einen Prozess, weil jemand versucht hatte, ihn zu erpressen, mit Aufnahmen, die gemacht worden sind. Wir beim Merkur und bei unserer Partnerzeitung TZ, wie auch andere Zeitungen, wir haben auch Material angeboten bekommen von Uli Hoeneß in Knastkleidung oder unter der Dusche. Das ist so ungefähr, glaube ich, so 10.000 Euro ist verlangt worden für die Bilder. Aber das war eigentlich, für keine Zeitung war es ernsthaft ein Thema, die Bilder wirklich zu kaufen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es die Bildzeitung gekauft hat, einfach um sie zu haben, damit sie kein anderer hat und die dann in den Giftschrank zu legen, mal für alle Fälle. Ja. Man weiß nie, ob man sie als Druckmittel einsetzen kann. Aber es war doch insgesamt eine große Scheu zu spüren, das zu machen, weil es einfach unanständig gewesen wäre, ihn so zu entblößen, weil auch dieser Termin in Landsberg, über den ich ja merkt man gleich schon mit einer gewissen Freude geschrieben habe, ja einfach, der war eigentlich unanständig. Also so hätte man das nicht machen dürfen. Und es hat ja wirklich dann auch schon Konsequenzen gegeben von oben. Und es war ja auch klar, dass man mit Uli Hoeneß
irgendwann mal wieder zu tun haben wird. Ja, er wird ja nicht ewig im Gefängnis sitzen und er wird beim FC Bayern in irgendeiner Form wieder was zu sagen haben und sei es nur, dass er sich dann für die Basketballabteilung äußert und man muss ja immer wieder eine Basis finden und es ist so, wenn dann jemand eine Gefängnisstrafe hat und er verbüßt sie, dann ist es ja auch wieder auf Null gestellt. Ja, das ist dann halt für ihn persönlich, ist es ein Kapitel in seinem Leben, für das er sich schämt und das halt einfach ein Verlust von Lebenszeit war und von Lebensqualität. Aber Strafvollzug hat ja auch die Idee, die Leute dann wieder so ins Leben dann zurückzuholen. Ja, die letzten Jahre dann eben die Frage, wie es das Wirken von Hoeneß zu bewerten, das ist ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert worden ist. Also ich bin so ein bisschen auch in der Twitter-Blase unterwegs, habe da auch zu Kontakte zu Leuten, die so in der aktiven Fanszene von Bayern München sind. Und da habe ich also schon gemerkt, dass sich da was zusammenbraut. Es waren einfach so Fragen wie Katar und so weiter, wo man sich eine deutliche Positionierung von ihm gewünscht hätte, so Umgang mit Spielern von früher, gerade also diese Geschichte mit Paul Breitner, mit dem er sich dann endgültig entzweit hat, hat dann natürlich sein Bild beeinflusst, hat mir auch für das Buch Arbeit beschert, weil wir auch, ja, weil diese Männerfreundschaft Breitner, Hoeneß, die begleitet ja die ganze Zeit und die war sehr wechselhaft. Die hatten ja schon in den 80er Jahren, als Hoeneß Manager war und Breitner Spieler, sind die irgendwann mal wegen einer Lappalie aneinander geraten, wird da auch schön geschildert. Und die haben eine Zeit lang gar nicht mehr miteinander geredet. Und ja, irgendwann hat sich das wieder so eingerenkt. Und dann hat man ja Paul Breitner in den Verein geholt, hat ihn ja auch bezahlt als Scout, obwohl er dann kein sehr glückliches Auge hatte. Als Markenbotschafter hat man ihn dann in Lohn und Brot gehalten. Und ja, und dann haben sie sich halt dann 2019 dann jetzt wohl endgültig überworfen. Da musste man dann auch vorangegangene Kapitel halt dann noch einmal überarbeiten. Ja, und ich habe dann auch eben versucht, so eine Einschätzung dieser Zeit von Hoeneß noch zu Papier zu bringen. Als Uli Hoeneß am 30. August 2019 offiziell verkündete, dass er beim FC Bayern ab November desselben Jahres nicht mehr Präsident sein wolle und sich weitestgehend zurückziehe, sagte Karl-Heinz Rummenigge, sein langjähriger Wegbegleiter und oft auch Rivale: Es wird nie einen letzten Tag von Uli Hoeneß beim FC Bayern geben. Das stimmt. Uli Hoeneß hat sich in die Geschichte des erfolgreichsten deutschen Fußballvereins eingeschrieben. Der FC Bayern München wird noch auf Jahrzehnte ein von Hoeneß geprägter Club sein. Man wird auf ewig sagen, es war sein Lebenswerk. Danke, Uli. In dieser Hinsicht war die Biografie des Uli Hoeneß eigentlich schon vollendet, als 2015 die Allianz Arena in Betrieb genommen wurde. Ein eigenes Stadion als langfristige Zukunftssicherung in Europas Spitze. Hoeneß hatte das Feld bestellt und konnte seinen Rückzug einleiten, sich nicht mehr als Manager im Tagesgeschäft aufreiben, lieber Präsident werden und in aller Gelassenheit verfolgen, wie die Saat aufgeht. Es war bis dahin ja auch schon ein pralles Leben gewesen, mit einer atemberaubenden Spielerkarriere und der Tragik, dass sie verletzungsbedingt viel zu früh zu Ende ging. Mit dem Überleben eines Flugzeugabsturzes als junger und umtriebiger Manager. Mit seiner Art, den Fußball zu modernisieren, wofür ihm nicht nur der FC Bayern danken muss, sondern die gesamte Bundesliga. Und immer wieder bot die Figur Uli Hoeneß bestes Entertainment. Er konnte so wunderbar streiten, wenn ein anderer Verein bedrohlich gut wurde. Aber mit dem Alter wird man milde. Und mit 60 sagte Uli Hoeneß, dass die sportlichen und wirtschaftlichen Erfolge im Fußball bei ihm allmählich in den Hintergrund treten. Viel wichtiger sei, Menschlichkeit und Nächstenliebe zu leben. Die aufregende Lebensgeschichte des Ulrich Hoeneß strebte einem Happy End entgegen. Ein Mensch im Reinen mit sich selbst. Dann wurde sein Leben jedoch auf den Kopf gestellt und seine Biografie musste umgeschrieben werden. In der Geschichte der Bundesrepublik hat wohl kaum ein Kriminalfall die Bürger so überrascht wie der des Steuerhinterziehers Uli Hoeneß. Auch die, die ihn nicht mochten, weil er ihren Vereinen die besten Spieler wegkaufte und er in Diskussionen keine andere Meinung zuließ, waren sich sicher, Hoeneß ist ein grundehrlicher Mann. Das galt auf einmal nicht mehr.
als 2013 herauskam, dass er eine von der Gerichtsbarkeit ein Jahr später als unkorrekt identifizierte Selbstanzeige wegen nicht versteuerter Gewinne aus Aktiengeschäften gestellt hatte. Ein Buch über Uli Hoeneß konnte nun nicht mehr ausschließlich aus der Perspektive der Achtung und der Verehrung und mit dem Amüsement über seine fanartige Begeisterung für die Sache FC Bayern geschrieben werden. Man glaubte, einen Menschen in- und auswendig zu kennen. Und auf einmal stellte sich die Frage, wer ist Uli Hoeneß überhaupt und wie viele? Er ist ein versöhnlicher Mensch. Auch wenn er einen anruft, wir Journalisten, die über den FC Bayern berichten, haben das alle schon erlebt, um einen Rüffel loszuwerden. Er poltert, es wird zurückgepoltert. Und am Ende des Gesprächs hat man eine Tonlage gefunden, die es ermöglicht, das Telefonat mit einem freundlichen Gruß zu beenden. Es gibt mit Uli Hoeneß immer ein nächstes Gespräch. Rauch verzieht sich, Hoeneß ist nicht nachtragend. Und bisweilen reift in ihm sogar die Einsicht, dass er es war, der einen Fehler begangen hat. Doch er ist auch ein leicht aufzubringender Mensch. Er findet keine Distanz. Wenn der FC Bayern angegriffen wird, reagiert er. Hoeneß kann in alle Richtungen loskeilen. Gern gegen den DFB, die FIFA, die Medien, das Internet. Gegen Clubs, die noch reicher sind als seiner. Oder auch gegen Einzelpersonen. In jeder Ära seines Wirkens fand er Gegenspieler, die er als provokativ wahrnahm. Er wurde vom Manager zum Präsidenten, konnte sich aber trotz aller Vorsätze nicht dauerhaft einen präsidialen Stil aneignen. Er ist ein kraftstrotzender Mensch. Man muss dieses Pensum an Arbeit aushalten können, das man hat, wenn man ein Sportunternehmen mitführt, das Umsatz und Gewinn stetig steigert und man nebenbei noch eine Fleischwarenfirma betreibt. Hoeneß ist immer auf Betriebstemperatur. Regeneriert hat er sich, wenn er mal die Gelegenheit hatte, 7-8 Stunden am Stück zu schlafen. Andere wären längst vom Stuhl gekippt. Doch er ist auch ein schwacher Mensch. Einer, der den Kick braucht. Man weiß das erst, seit durch seinen Steuerfall herauskam, dass er wie besessen mit Aktien handelte, um Geld zu gewinnen, das er nicht brauchte. Weil er schon genug hatte und das, was man sich davon kaufen konnte, ihm nichts bedeutete. Unklar ist, ob er seine Spielsucht in den Griff bekommen hat. Reportern, die in den vergangenen Jahren Interviewtermine in seinem Büro beim FC Bayern an der Säbnerstraße hatten, entging nicht, wie er vor ihrem Eintreten hektisch noch die Börsenkurse von NTV wegschaltete. Aber wenigstens hat er immer trennen können zwischen Fremdengeld, dem des FC Bayern, das er mit kühlem Kalkül und nutzbringend einsetzte, und dem eigenen, mit dem er bis in den zweistelligen Millionenbereich hineinzuckte. Uli Hoeneß ist ein kluger Mensch. Er liest viel. Ihn interessiert das Lokale, das am Tegernsee passiert, genauso wie die Weltpolitik. Es war beeindruckend und mutig, wie er am 12. September 2001, am Tag nach 9-11, über US-Präsident George W. Bush sprach und darüber, was die Amerikaner und nicht nur die Araber anrichten. Ein paar Jahre war er ein gefragter Gast in politischen Talkshows, nicht nur, weil er polterte, was die Zuschauer an den Geräten hielt, sondern auch, weil er Zusammenhänge begriff. Bundeskanzlerin Angela Merkel hörte auf ihn. Doch Uli Hoeneß redet auch Stuss, und zwar jede Menge. In seiner letzten Amtszeit als Präsident des FC Bayern wirkt er vor allem wie einer, der den Anschluss an die moderne Welt verpasst hat, der sich störrisch jedem technologischen Fortschritt und auch jeder fußballfachlichen Erkenntnis verschließt. In manchen Diskussionen stand er von vornherein auf verlorenem Posten und ritt sich mit jedem Satz weit in die Ausweglosigkeit hinein. Auch in den eigenen Reihen verlor er an Zustimmung. Eine Online-Petition, die ein Hoeneß-treuer Bayern-Fan startete, um ihn zu einer weiteren Präsidentschaftsamtszeit zu bewegen, setzte sich 1 Million Stimmen als Ziel. Das unterzeichneten in 2 Monaten nur etwas mehr als 7.000 Personen. Wenn Hoeneß einen Saal betritt oder im Doppelpass der Talksendung von Sport1, übertragen aus München, durch die Drehtür des Flughafenhotels schreitet, schaltet immer noch das Uli seine Anhänger entgegen und sie feiern ihn, wenn er den Moderator oder die anderen Gäste abbürstet. Aber es wendeten sich zuletzt auch immer mehr von ihm ab. Sie fürchteten, Hoeneß verpasse den Absprung und gefährde die Wahrnehmung seines Lebenswerks und auch das schöne Teil des Bildes, das sie von ihm bewahren wollten. Uli Hoeneß zieht sich zum richtigen Zeitpunkt in die zweite Reihe zurück. Ob er diese Distanz halten kann, wird sich noch zeigen. Vielleicht ist seine Biografie nun vollendet. Auf die alten Tage ist sein Leben jedenfalls noch praller geworden. Es ist ein beispielloses Leben. Ja, und ich glaube, da ist von meiner Seite aus dann alles gesagt. Und also ich denke, dass jetzt seine Zeit dann wirklich ausklingen wird, dass er, also bis jetzt hat er es geschafft, sich zurückzuhalten. Ist jetzt doch schon ein halbes Jahr, seit er sich da mehr ins Private zurückgezogen hat. Und zu tagesaktuellen Ereignissen hat er sich also sehr verhalten.
geäußert und wirklich auch versucht, jetzt seinem Nachfolger Herbert Heiner, der also kein Bühnenmensch ist, sondern eher ein stiller Denker, also ihm da nicht im Weg zu stehen und ihm da auch Raum zu lassen. Ja, das war jetzt mit mittlerweile trockenem Hals gesprochen. Ja. Eine lange Ausführung zu Uli Hoeneß, zu den Büchern, die wir da geschrieben haben. Also ich fand eine reizvolle Aufgabe, sich mit diesem Leben zu beschäftigen. Ich bin sehr froh, dass ich jemanden in meinem Berufsleben kennenlernen konnte, also der mich ja im Grunde schon als Kind, gehört zu meinen ersten Fußballwahrnehmungen, also 1971, 72, da ging es bei mir dann so los mit dem bewussten Fußballwahrnehmen, habe ihn auch spielen sehen einige Male und ihn dann eben in den verschiedenen Funktionen dann begleiten zu können, waren immer sehr, sehr interessante Interviews. Also wenn mit Hoeneß ein Interview vereinbart war, dann war klar, es kommt was dabei raus. Ja, also er weiß dann immer, dass er was liefern muss. In der Richtung ist er ein absoluter Medienprofi. Ja, und ja, die letzten Jahre waren jetzt halt für ihn dann nicht so erfreulich. Aber ich finde, es ist einfach, er ist eine interessante Persönlichkeit und der Fußball wäre sehr viel ärmer, wenn es diesen Menschen nicht gegeben hätte. Ja, und wenn jetzt irgendwelche Fragen sind, dann bin ich nach einem Stück Apfelsaft bereit, loszuschießen. Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Günter Klein. Das war eine ganz schön lange Redestrecke jetzt, ja. Aber das ist tatsächlich auch natürlich ein langes und interessantes Leben gewesen. Sie haben jetzt als Zuschauer, sind ja nicht so viele, einfach Gelegenheit, direkt Fragen zu stellen. Sie müssen einfach nur Ihr Mikrofon einschalten. Es ist nicht blockiert. Sie müssen es einfach nur freigeben. Vielleicht fange ich einfach mal an. Wir können wahrscheinlich noch 5 Stunden über die Person Uli Hoeneß reden. Wenn Sie so ein bisschen reflektieren, wir hatten ja über die Startphase als Jungmanager noch nicht sprechen können. Ja, man muss ja da auch auswählen, wenn man das vorstellt. Aber das war ja immer noch eine sehr spannende Phase, dieser Übergang von Robert Schwan, der überhaupt so als erster Mal diese Managerrolle überhaupt wahrgenommen hat. Die Bundesliga, die es ja da erst ein paar Jahre gegeben hat. Er war ja als junger Spieler da. Sie hatten ja auch geschildert, dass es nicht lange, dass er eben gleich verletzungsbedingt diese Rolle gewechselt hat. Aber das ist ja zum damaligen Zeitpunkt ja noch nicht selbstverständlich, dass man so als junger Spieler gleich in so eine Aufgabe reinrutscht. Gerade so in diese entscheidende Startphase zur Professionalisierung des Fußballs. Wie kam es dazu und was hat ihn dazu ausgezeichnet, dass das einfach so eine klare Entscheidung war dann auch im Verein? Ja, er war schon immer so ein Machertyp, also schon zu seiner Schulzeit. Er war dann derjenige, der das Wort geführt hat, da in Ulm am Gymnasium, der dann die Abiturzeitung gemanagt hat, die Anzeigen beigebracht hat. Also das war ihm schon in die Wiege gelegt und er hat sich für diese Zusammenhänge interessiert. Er hatte auch immer so interessante Gesprächspartner. Also er war von Anfang an gut vernetzt, was jetzt keine besonders sportlich glanzvolle Etappe seiner Karriere war. Er war Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 1972 in München. Und da hatte er, das ist eine Episode, die haben wir nicht im Buch drin, die habe ich mal in einem Interview mit ihm verarbeitet. Er hat damals dieses Attentat auf die israelische Mannschaft, hat er aus nächster Nähe verfolgt, weil er da im Olympischen Dorf wohnte. Und also das von seinem Balkon aus, glaube ich, irgendwie so ganz genau verfolgen konnte. Und er hat sich damals schon, ja, da war er ja Anfang 20, ein ganz junger Spieler, noch offiziell Amateur, hat er sich dann auch mit Leuten von ARD und so weiter dann über die politischen Hintergründe unterhalten. Also der war immer schon so an weitaus mehr interessiert als dem reinen Fußballbetrieb und natürlich auch durch diese elterliche Prägung ein Geschäft gehabt zu haben, die Metzgerei in Ulm und genau abrechnen zu müssen, war da also schon so ein wirtschaftliches Interesse bei ihm dann immer gegeben. Und so war das also nicht so aus der Welt, dass er dann so eine Rolle reinkommt. Wobei er nicht ganz der Pionier war. Günter Netzer, der ein bisschen älter ist, aber der ist ja auch sehr früh Manager geworden. Und Netzer war ja auch beim Hamburger SV Manager. Und es stand ja
zur Debatte, ob Uli Hoeneß zum Hamburger SV wechselt. Und da gab es einen schönen Auftritt von Uli Hoeneß im Sportstudio, wo er über den Günter Netzer hergefallen ist, weil der eine Arthroskopie des Knies verlangt hätte, dass er die Ärzte mal reinschauen können. Also ob das überhaupt noch was werten kann mit dem Knie. Und da war er so aufgebracht, das hat es als Misstrauen gegen sich ausgelegt von einem alten Mitspieler aus der Nationalmannschaft. Er war dann sehr sauer und da kam es dann dazu, dass sein letzter Verein als Aktiver ja der 1. FC Nürnberg war. Und dahin hat er sich dann noch ausleihen lassen. Aber er war dann eben sportlich, war er also trotz seiner jungen Jahre aufgrund der Schwere der Verletzung, war er dann zu weit entfernt, um da noch für sich eine Perspektive zu sehen. Und es gab dann eben schon dieses Vorbild Günter Netzer als der moderne Manager. Und in diese Richtung ist er dann ja auch gegangen. Und er hat dann viel in den US-Sport geschaut, ja, was so Merchandising, das gab es ja eigentlich gar nicht zu dem Zeitpunkt. Also so die Vorstellung, es würden jetzt erwachsene Menschen in Trikots auf den Straßen rumlaufen und in der Arbeit sitzen. Ich glaube, die erschienen uns allen, die wir damals schon irgendwie im Sport interessiert waren, die erschienen uns so um 1980 herum. Es ist ganz weit weg und das ist undenkbar eigentlich. Es gab da kein Merchandising, es gab vielleicht mal einen Wimpel, den man sich dann in sein Jugendzimmer reingehängt hat. Also so war es bei mir zumindest. Ich habe dann irgendwie Bundesliga-Wimpel gehabt. Aber sonst gab es da nichts. Und da hat er natürlich schon den Weg bereitet für Merchandising. Und der FC Bayern war dann bei vielen Sachen vorne mit dabei. Also gerade mit Medien in der Zeit vor Internet. Da gab es eine Zeit lang mal so Telefonspezialnummern, wo man sich dann irgendwie für relativ viel Geld, telefonieren war damals teuer, dann täglich irgendwelche Insider-Informationen erzählen lassen konnte. Also da waren die Bayern da vorne mit dabei, das waren so in den 90er Jahren und da hat er natürlich unglaublich viel dann auf die Beine gestellt. Das waren ja zu Beginn, auch bevor er gestartet hat, ja keineswegs so finanziell erfolgreiche Zeiten. Diese Bundesliga-Clubs waren ja alle immer so mit einem Bein in der Insolvenz. So hat es Hans Woller zum Beispiel geschildert in dem Buch über Gerd Müller. Insofern ist dieser Konsolidierungskurs oder dieser Aufbau zu diesem ja konzernartigen Gebilde, inwieweit ist das jetzt tatsächlich der Person Hoeneß zu sprechen? Denn die Fahrt ging ja da erst los, ne, ab Ende der 60er Jahre, Mitte der 60er Jahre. Ja, das ist schon im Wesentlichen ihm zuzusprechen. Also Robert Schwan, der war auch schon ein Profi, der zuvor da war, aber der hat den FC Bayern halt in keinem besonders guten Zustand hinterlassen. Schwan hat sich dann vor allem halt um Beckenbauer gekümmert. Beckenbauer war übrigens, das hat Karl-Heinz Rummenigge zu uns in meinem Interview gesagt, der teuerste Spieler, den der FC Bayern je hatte. Und zwar jetzt nicht von seinem, wenn man die Summe nimmt, die er verdient hatte, also die ist verschwindend gering im Vergleich zur heutigen Zeit, sondern einfach, wenn man den Aufwand, den der FC Bayern für Beckenbauer betreiben musste, finanziell in der Relation setzt zu dem, was man Etat hatte. Also der hat also schon einen viel größeren Teil des Etats weggefressen, als ihn heute ein Lewandowski oder ein Manuel Neuer wegfrisst. Insofern war Beckenbauer der teuerste Spieler in der Geschichte des FC Bayern und das hat der Uli Hoeneß auch gesagt, dass also, glaube ich, irgendwie so 8 Millionen D-Mark Jahresumsatz waren damals, dass das Olympiastadion voll war. Also ich komme aus Augsburg und mein Vater und ich, wir sind oft spontan am Samstag sind wir darüber gefahren. Wir haben dann halt an der Tageskarte die Karten gekauft. Dann war es mal voll in den 70er Jahren vielleicht gegen den HSV, als der mit Kevin Keegan und Horst Rubisch seine goldene Zeit hatte. Und als Journalist habe ich ja auch dann erlebt, dass ich war bei Pokalspielen mal kurz vor Weihnachten gegen Mainz 05 aus der zweiten Liga waren 8.000 Zuschauer im Olympiastadion, Europapokalspiele, die bei weitem nicht voll waren. Ja, also das war schon noch eine andere Zeit damals und da musste er viel arbeiten und es ging dann kontinuierlich voran. Es gab dann immer eine Entwicklung. Es gab dann die Rivalität mit Werder Bremen
Die haben das eine Zeit lang auch sehr geschickt gemacht. Werder Bremen waren die ersten, die das mit den Logen hatten. Ja, und das, die Bayern hatten eben keine Möglichkeit, im Olympiastadion Logen anzubieten. Da gab es diesen Haupttribüne Mitte, diesen Platz, auf dem er, diesen Bereich, auf dem er lockerer saß. Das war dann die VIP-Tribüne. Ja, da hat man den Leuten halt noch eine Wolldecke hingelegt, weil es halt manchmal schon sehr zugig war. Und die Bayern hatten also wirklich den Drang halt, da was zu ändern, um da zu einer anderen Einnahmensituation zu kommen. Und wie er dann die Stadionpläne vorangetrieben hat, das war schon, also da hat sich halt auch wirklich der Geschäftsmann und Manager gezeigt. Und es ging immer weiter, auch wenn man sieht, wie die Mannschaft bestückt war. Also wenn jetzt mal die Aufstellung vom Champions League-Finale 1999 nehme, ja, da waren Mittelfeld halt Effenberg, Tarnath, Fink, da hat Ottmar Hitzfeld uns Journalisten mal so gesagt, ja, also ist jetzt nett zum Schreiben, ja, aber ich kann den Effi nicht kritisieren, er muss halt mit Fink und Tarnath spielen, es sind keine anderen da, also so brave, ja, brave Soldaten, aber natürlich nicht mit dem zu vergleichen, was der FC Bayern dann 10 oder 20 Jahre später hatte. Also diese Mannschaft ist ungeheuer gewachsen. Und auch wenn Uli Hoeneß selber an vieles, was er mal vorangetrieben hat, dann den Anschluss verloren hat. Ja, er hat ja zumindest dafür gesorgt, dass der FC Bayern so gewachsen ist, dass er sich viele Fachkräfte holen konnte. Ja, es gibt ja wirklich Experten in diesem Medienbereich. Ja, also die haben eigentlich mit Fußball nichts zu tun. Die sind absolute Experten bei allem, was mit Internet zu tun hat, mit Technik und so weiter. Und jetzt ist natürlich nicht mehr die Zeit, wo einer so dieses große Ganze dirigiert, sondern es geht nicht mehr ums Dirigieren, sondern ums Delegieren und vielleicht noch so ein bisschen Gesamtüberblick haben und die Leute dann in ihrem Bereich so machen lassen. Das hat er dann mit Sicherheit angeschoben, auch wenn er am Schluss dann selber nur staunend und befremdet davor stand. Ja, also seine Internet-Aversion, die ist ja berüchtigt und so ein Witz unter Journalisten ist, ob der Uli Hoeneß das überhaupt weiß, dass der FC Bayern eine Social-Media-Abteilung hat, in der ungefähr 30 Leute arbeiten oder ob sie das vor ihm geheim gehalten haben oder mit E-Sport. Ja, ich bin auch eher so ein Traditionalist und neige auch zu seiner Meinung, ja, dass E-Sport jetzt vielleicht nicht mit dem richtigen Sport gleichzusetzen ist, aber die von ihm geschätzte und hochgehaltene Basketballabteilung hat er fast hinter seinem Rücken dann so eine E-Sport-Abteilung jetzt aufgebaut. Da haben wir auch gefragt, ja, weiß er das überhaupt? Und wenn er es wissen würde, wie würde er darauf reagieren? Das ist ein Riesenunternehmen. Inzwischen, wie viele Mitarbeiter hat der FC Bayern? Wissen Sie das Es sind aktuell? 1.000. Mittlerweile ja nicht nur in München, sondern auch mit den Büros in China und in den USA. Das ist immens gewachsen. Ja. Und das waren eben, die haben in ihren Jahrbüchern, die immer sehr gut gemacht waren, haben die so eine Liste aller Mitarbeiter drin gehabt. Also zum Beispiel so war, irgendwann waren es mal 400 und es ist dann halt immer weiter gelaufen. Und das sind ja auch die dicken Bereiche ab, da denkt man gar nicht dran. Der FC Bayern hat zum Beispiel einen Angestellten. Ich glaube, Sie haben ja noch das Dieter Prestin, das war mein Bundesligaspieler in Köln. So was hat der jetzt mit dem FC Bayern zu tun? Der sorgt dafür, dass der FC Bayern gut versichert ist. Ja, das ist ein Experte für Versicherungen. Der berät die Spieler, dass sie zum Beispiel so eine Tagegeldversicherung haben. Ja, weil wenn man es jetzt in dem Vertrag hat, dass bei Verletzung voll ausbezahlt wird ab der 7. Woche, ja, dann fällt man, kann es leicht passieren, dass man da zurückfällt auf den Satz, den dann die Berufsgenossenschaft zahlt, was für einen Fußballer dann jetzt nicht so erfreulich ist, wenn er damit klarkommen muss. Und der Dieter Prestin, der regelt all diese Sachen. Auch zum Beispiel sorgt er dafür, dass der FC Bayern halt gegen verschiedene Sachen versichert ist, gegen Misserfolg, gegen Erfolg, gegen Ausfälle. Man kann sich gegen alles versichern. Man braucht dafür Experten. Und da ist diese FC Bayern AG natürlich sensationell aufgestellt und ganz sicher hat Uli Hoeneß das dann in die Wege geleitet. Ich kann Sie nur noch mal auffordern, einfach Ihre Fragen zu stellen. Das ist ganz einfach. Verstehen Sie mich Schra eigentlich? Ja, wir verstehen Sie. Ah, sehr gut. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, keine große Frage stellen, weil vieles kenne ich ja auch aus meinem Leben.
Aber ich habe eine Menge Neues kennengelernt hier über das Leben vom Uli, über den Menschen Uli, über den Manager und den Präsidenten. Also ich muss sagen, Herr Klein, Sie haben das in einer, naja, in einer sehr spannenden, in sehr charmanten, in einem höchst spannend interessanten Vortragswesen dargeboten. Also man merkt schon, dass Sie Sach- und Fachkenntnis haben. Es ist ja aus Ihnen Dankeschön. ein Füllhorn herausgeströmt, muss ich sagen. Und das hat mich schon auch beeindruckt. Weiß ich, vielleicht ist es nur schade, dass jetzt so wenig Zuhörer da waren. Ja, Also leider. dieser Vortrag hätte wesentlich mehr Zuhörer verdient. Und weiß nicht, Sie dachten, erstellt, dass Sie das im YouTube, ins YouTube setzen. Und Ich da hoffe, dass alles geklappt hat, ne? sollte Dann müssen wir man das auch noch schneiden und das war schon sehr gut. Also muss ich sagen, ja. ich bin beeindruckt über die Art des Vortrages. Vor allen Dingen war auch spannend die Darbietung, die Vorträge aus den Büchern. Und mehr kann ich nur sagen, vielen Dank. Auch ich habe wieder was Neues gelernt, obwohl ich schon glaube, selber viel über Fußball zu wissen. Dankeschön für die netten Worte. Und ich Ach, glaube, wir haben sehr doch mehr Teilnehmer als Dortmund gegen Bayern Zuschauer, weil ja, das ist ja schön. offiziell null. Übrigens, Dortmund hat Bayern hat 1-0 gewonnen, ja. Okay. Zur Info nur. Ja, Herr Stett, aber das Bild, muss ich noch sagen, in der Volkshochschule über Sie, Herr Klein. Also irgendwie sehe ich da keine Ähnlichkeit. Ah, das ist noch gar nicht so alt. Das ist mein offizielles Ehrlich. Ko Kommentarbild von, wir haben das so eine Layout-Umstellung aufgenommen. Das wird um 2018 rum gewesen sein. Ehrlich. Also ja, irgendwie hatte ich da wahrscheinlich gerade kürzere Haare, also nächste Friseurbesuch. Ich muss sagen, Sie sind, glaube ich, in den Dann. Jungbrunnen gefallen. So schaut das aus. Das sind die Einschränkungen der Corona-Zeit. Ja. Okay. Vielleicht noch eine Frage, weil es ein wichtiger Punkt ist, denke ich auch, der mich persönlich bei der Persönlichkeit von Uli Hoeneß so überrascht hat. Ja, so mit dem eher laienhaften Blick da drauf. Ich habe ihn so immer als diesen knallharten Manager wahrgenommen, der das große Geld in den Fußball reinbringt, einen Verein sehr effektiv führt, auf immer neue Millionen zusteuert, ihn globalisiert sozusagen zur weltweiten Marke macht, ja, sodass die weltweit turnieren können und da ordentliche Einnahmen generieren. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist im Grunde diese große menschliche Loyalität, die Uli Hoeneß auch hat gegenüber Menschen aus dem Verein, die Unterstützung brauchen. Ein Beispiel war ja Gerd Müller, der im Grunde ja schon so wirklich abgeschrieben war und der ohne den Verein wahrscheinlich keine vernünftige Chance mehr gehabt. Aber es gibt noch mehr Beispiele dafür. Das scheint so ein bisschen ein Persönlichkeitsmerkmal von Uli Hoeneß zu sein, über den er gar nicht so viel spricht, ja, nach außen, aber der einfach dazugehört. Ja, also Lars Lunde zum Beispiel war so ein Beispiel, ein ehemaliger Bayern-Spieler, der schwer verunglückt ist. Man hat auch immer versucht, dann so Leute einzustellen, wie der Jürgen Wegmann, der so nicht so gut durchs Leben gekommen ist. Den hat man dann eine Stelle gegeben im Fanshop in Oberhausen im Ruhrgebiet. Hat Jürgen Wegmann allerdings dann, glaube ich, selber verwirkt durch eine gewisse Unzuverlässigkeit. Ja, er hat schon versucht, diese Wegbegleiter immer einzubinden. Er hat auch vieles so privat gemacht, was dann jetzt nicht kommuniziert worden ist. Also wenn ihn Leute dann so angeschrieben haben, dass sie irgendwie notgeraten sind und Geldbeträge brauchen, hat er das gemacht, ohne jetzt groß darauf hinzuweisen. Diese weiche Seite von ihm, die ist rausgekommen, als der FC Bayern damals dieses Benefizspiel auf St. Pauli gemacht hat. Das war im Jahr 2003, genau, nach dem ersten Jahr, in dem Ballack da war und Bayern damals dieses Benefizspiel gemacht. Und es war eigentlich ein bisschen überraschend, weil St. Pauli eine Zeit lang dem Uli Hoeneß schwer zugesetzt hat. Also die kamen ja so in den 80er Jahren, kamen die mal so in die Bundesliga rein und die haben sich halt wirklich als kompletten Gegenentwurf zum FC Bayern inszeniert. Der FC Bayern war halt bayerisch, der war CSU-konservativ und St. Pauli war halt links, rebellisch, der klassische Underdog. Und
Die hatten eine Stadionzeitung, also die hat den Hoeneß wirklich brutal angepackt. Und da hat damals die Süddeutsche Zeitung mit einer gewissen Lust aus dieser St. Pauli-Zeitung zitiert. Und Hoeneß war darüber so sauer, dass er gesagt hat, also mit dem Helmut Schümann, das war der Redakteur, mit dem er eigentlich befreundet ist, mit dem rede ich jetzt 100 Tage nicht. Mit dem rede ich 100 Tage kein Wort. Und das haben die beide dann auch wirklich durchgezogen. Also Hoeneß hat den Schümann ignoriert und der Schümann hat auch für sich so eine Liste geführt. Also wie so ein Maßband, wie wenn man bei der Bundeswehr ausscheidet und dann irgendwie noch jeden Tag sowas abschneidet, wie viele Tage man noch hat. Und dann so nach dem Motto, ich habe jetzt noch 30 Tage, dann redet Uli Hoeneß wieder mit mir. Und da war es eben überraschend, da dachte ich mir im ersten Moment, also das ist ja eigentlich so das Fieseste, was du mit deinem größten Feind machen kannst. Wenn er so weit unten ist, dass du sagst, ja, jetzt helfe ich da aber. Ja, aber es kam wirklich von Herzen, das hat er mir damals gesagt, dass er eigentlich diese Frechheit und Originalität von St. Pauli, auch wenn er da der Leidtragende war, dass die eigentlich insgeheim bewundert hat. Ja, dass es halt was ganz anderes im Fußball war. Und deswegen kam es dann damals auch zu diesem Benefizspiel. Und es wurde öfter was in die Richtung gemacht. Und natürlich auch nach dieser Geschichte mit Dominik Brunner, der ist an der S-Bahn-Station in München zu Tode geprügelt worden ist. Also der hat dann ja, da hat der Hoeneß sich ja stark engagiert mit dieser Stiftung und stand ja da wirklich ganz, ganz vorne mit dabei. Also das war sicher einer seiner großen Momente, in denen er sich einfach als gesellschaftlich reifer Mensch gezeigt hat mit einer enormen Zivilcourage. Er hat auch zum Beispiel immer für die Straßenzeitung in München hat er einiges gemacht. Also da war er immer sehr gut ansprechbar. Da ganz, ganz einfache Sachen, mal Leute ins Stadion zu holen, die es im Leben dann nicht so leicht hatten. Also da hat er dann oft sowas einfach gemacht. Er hat es dann geregelt, ja. Dann einfach einmal Freikarten freigeschlagen, was für ihn nicht leicht war, ja, weil es im Verein eben auch andere Bestrebungen gab, sowas zu unterbinden und eben alles zu verkaufen, was man verkaufen kann. Aber da hat er dann oft gesagt, na, das machen wir jetzt einfach so und da kommen die mir jetzt ins Stadion rein, Ende. Oder er hat irgendwohin Würste geschickt, das konnte dann auch sein. Aber es hat ja auch eine zweite Seite. Andererseits, man hat ihm ja auch häufig Spitzelwirtschaft vorgeworfen, weil natürlich eine Menge Leute eben gerade aus diesem persönlichen Umfeld eben auch beschäftigt worden sind im Verein. Ne? Richtig, ja, Familienmitglieder. Es war ja auch dann ein Diskussionspunkt bei der Rede von Johannes Bachmeier 2018, dass es Sebastian Hoeneß eine relativ hochrangige, sein Neffe eine relativ hochrangige Trainerposition hatte im Junior-Team und jetzt auch bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Und ja, das ist schon auch so, dass beim FC Bayern so Familienmitglieder von Angestellten schon leichter reingekommen sind. Also die Tochter von Professor Scherer, der auch lange Präsident war und immer noch irgendwie so mit dabei ist am Rande, die hat dann mal die Mitgliederverwaltung geleitet. Ja, also da Immer was sind sehen. immer Leute untergebracht worden und ja, und war auch der Punkt, warum jetzt dann die Howe Wurstwaren, die den Lieferauftrag für die Allianz Arena bekommen hat. Ja, angeblich einer Blindverkostung. Ist schwer zu beurteilen. Also, aber man hat ja bei Uli Hoeneß eigentlich nie gefragt, was verdient er eigentlich beim FC Bayern. Das war nie ein Thema, ja, weil irgendwie hat man so den Eindruck gehabt, es ist ja ohnehin sein Verein und wahrscheinlich verdient er auch gar nichts. Aber er muss natürlich auch gut verdient haben. Ich denke, dass natürlich viel in seiner Anfangszeit als Manager auch über Provisionen dann gegangen ist, Erfolgsprovisionen dafür, dass er Werbepartner dabei bringt, dass man das Stadionheft gut verkauft. Das war ja auch die klassische Akquise, die ein Manager früher zu leisten hatte. Ich schaue jetzt noch mal in die Runde. Wir haben 21 Uhr. Letzte Gelegenheit, noch Fragen zu stellen an Günther Klein.
Also ich kann mich nur Herrn Mansfeld anschließen. Herr Klein, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wirklich sehr, sehr informativ. Ja. Ich kann auch das Buch nur, ich halte es gerade noch mal hoch, Ihnen empfehlen. Nein. Also es ist auch wirklich sehr schön geschrieben, natürlich, ne, weil es einfach so diese Balance sehr gut hält zwischen dem Anekdotischen und den Hintergrundinformationen und auch dem Essayistischen, dass sich diese Persönlichkeit Hoeneß dann einfach auch sehr gut rundet, wenn man sich darauf einlässt. Und es ist ja schon eine Person, an der sich dann deutsche und zumal bayerische Fußballgeschichte einfach erklären lässt, erzählen lässt. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für den interessanten Abend. Ja. Vielen Ja. Dank. Sehr spannend. Ja, danke schön fürs Zuhören. Ich weiß zu schätzen, es war ja auch ein attraktives Fußball-Alternativprogramm heute. Ja, ich darf mich bei Ihnen auch ganz herzlich fürs Kommen hier in diesen Online-Raum bedanken. Ja, wir werden wahrscheinlich, das kann ich vielleicht sagen, online zumindest parallel noch eine ganze Weile weitermachen, auch wenn wir ab nächster Woche wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind. Aber wir müssen natürlich auch diese Kontaktabstände einhalten. Da kriegen wir in unseren Veranstaltungsräumen einfach, das schaut einfach grausig aus, ja. Wir wollen auch niemanden gefährden, halten uns da auch dran. Aber wir stolpern so wieder ein bisschen mehr in ein Stück Normalität. Ich persönlich finde, dass sich die Online-Vorträge eigentlich ganz toll bewährt haben. Sie schaffen es Sehr sehr gut. gut. Ja. Also es ist nicht nur, es ist einfach eine richtig gute Alternative, muss ich aus meiner Sicht sagen, weil sie die Intensität der Veranstaltungen gut vermitteln, weil manchmal ist es fast noch besser in der Präsentation, wenn man eine Präsentation sozusagen dann entwickelt bekommt, dann sieht man die sehr, sehr gut. Es ist manchmal in einem Vortragsraum eher schwieriger. Also insgesamt finde ich das sehr gelungen. Und Herr Klein, heute Abend, das war wirklich fantastisch. Vielen Dank für die Zeit. Ja. Dankeschön, von Vielen mir auch. Dank und alles Ich Gute. hoffe, dass bei YouTube alles geklappt hat. Sie werden es ja dann morgen, übermorgen sehen. Wenn wir den Anfang, müssen wir mal ein bisschen wegschneiden. Da ist es immer etwas kritisch. Aber ich hoffe, dass alles geklappt hat. Wenn ja, dann sieht man das auf dem Kanal und wir werden darauf hinweisen. Herr Klein, ich rufe Sie morgen einfach nochmal im Büro an für das Weitere, ja? Ja, Okay, gerne. also Vielen dann schönen Dank. Schönen Abend Ihnen allen. Abend. Ja? Danke. Bis zum nächsten Schönen Mal. Abend. Wir haben noch Wiedersehen. zwei Veranstaltungen diese Woche, auf die ich Sie hinweisen möchte. Morgen Abend haben wir Professor Ulrich Demmer zu Gast. Er beschäftigt sich mit Degrowth, also mit der gesellschaftlichen Entwicklung, wie wir weitergehen könnten und was wir jetzt gerade aus der Corona-Zeit lernen könnten, wie man im Grunde eine überdrehte Wirtschaft zurücknehmen könnte. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Er ist Ethnologe, beschäftigt sich also von einem breiteren Hintergrund mit diesem Thema. Und am Donnerstagabend haben wir von der Süddeutschen Zeitung Roman Deininger und Max Hägler zu Gast. Da geht es um die Leserzuschriften an die beiden Journalisten. Es geht um Hate Speech, die ziemlich wenig zimperlichen Briefe, mit denen sich Journalisten auseinandersetzen müssen. Es werden dazu Beispiele einfach vorgelesen und das, denke ich, wird eine sehr schöne Balance geben zwischen den unfreiwillig komischen Elementen, die es dabei auch vermittelt, und den wirklich erschreckend nachdenklich machenden an der Qualität der Sprache, mit denen Journalisten auch konfrontiert sind, insbesondere wenn sie kritischen Journalismus betreiben. Ich möchte Sie da gerne einladen, bei diesen beiden Veranstaltungen dazuzukommen, vielleicht ein bisschen Werbung zu machen, morgen und am Donnerstagabend. Ansonsten einen schönen Restabend, ja, Ihnen allen zusammen. Tschüss, Herr Klein, vielen Dank nochmal. Ja. Gerne. Tschüss.